und Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir legen Ihnen heute einen Gesetzentwurf zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung vor, der sich, ich gebe es ja zu, sehr rechtstechnisch liest, aber ein spannendes rechtsstaatliches Problem behandelt. Und mein Anliegen ist, Ihnen das jetzt in 4 Minuten zu vermitteln. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist das Markenzeichen eines demokratischen Rechtsstaats. Und warum? Weil in einem Rechtsstaat jeder staatliche Eingriff in die Rechte des Einzelnen nicht nur eine Rechtsgrundlage braucht, sondern auch gerichtlich überprüfbar sein muss. Vor den Verwaltungsgerichten suchen also die Bürgerinnen und Bürger Rechtsschutz gegenüber Maßnahmen des Staates. Und damit die Gerichte richtige Entscheidungen treffen, sind die Behörden nach § 99 Absatz 1 Verwaltungsgerichtsordnung verpflichtet, relevante Urkunden und Akten dem Gericht vorzulegen. Das Gericht muss die Akten der Behörden kennen, um zu beurteilen, ob der Rechtssuchende in seinen Rechten verletzt worden ist. Eine von den Betroffenen akzeptierte Sachentscheidung ist ohne Sachverhaltsaufklärung des Gerichtes auch undenkbar, sollte man zumindest meinen. Diese Selbstverständlichkeit wird durch den Satz 2 des 99 Absatz 1 allerdings schon wieder in Frage gestellt. Demnach kann die Behörde die Herausgabe verweigern, wenn es sich um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt und das Staatswohl oder die Rechte Dritter durch das Bekanntwerden gefährdet sein könnten. In diesem Fall bleiben die in Rede stehenden Akten dem Verfahren und der Kenntnis des Gerichts der Hauptsache entzogen. Um zu klären, ob die Zurückhaltung der Unterlagen wirklich gerechtfertigt ist, gibt es die Möglichkeit eines Zwischenverfahrens nach 99 Absatz 2 vor dem nächsthöheren Gericht, also dem Oberverwaltungsgericht oder dem Bundesverwaltungsgericht. In diesem nicht öffentlichen Zwischenverfahren wird lediglich geprüft, ob die in Frage stehenden Akten tatsächlich geheimhaltungsbedürftig sind. Wird dies bejaht, weiß man also immer noch nicht, ob die Behörde rechtmäßig gehandelt hat. Trotzdem muss das Gericht der Hauptsache irgendeine Entscheidung treffen, ohne dass es die entscheidungsrelevanten Unterlagen dazu jemals zu Gesicht bekommen hat. Wie aber soll ein Verwaltungsgericht beurteilen, ob zum Beispiel eine Überwachungsmaßnahme durch den Verfassungsschutz rechtmäßig ist, wenn ihm die Informationen dazu vorenthalten werden? Das ist eine kaum zu ertragende Einschränkung des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz. Bisher wird dieser Zustand rechtspolitisch damit gerechtfertigt, dass man dem Kläger ja sonst rechtliches Gehör gewähren müsste, was ich jetzt auch gerne vom Staatssekretär hätte, und dies wiederum nicht mit der Geheimhaltung in Einklang gebracht werden könne. Es überzeugt mich aber wenig, wenn zwei Bürgerrechte so gegeneinander ausgespielt werden, dass dem Rechtssuchenden am Ende beide Rechte verwehrt werden. Wir sollten es Klägern künftig ermöglichen, auf ihren Antrag hin auch geheime Akten von den Gerichten der Hauptsache überprüfen zu lassen. Wegen des Geheimschutzes würde dann zwar immer noch kein vollständiges rechtliches Gehör gewährt, aber in bestimmten Konstellationen kann dies für die Kläger die einzige Möglichkeit sein, effektiven Rechtsschutz zu erlangen. Wir schlagen also daher in unserem Gesetzesentwurf vor, dass dasselbe Gericht, das in der Hauptsache über das Anliegen der Bürger entscheidet, auch die als geheim eingestuften Unterlagen prüft und auf Wunsch des Klägers bei der Entscheidung berücksichtigt. Ein solches In-Kamera-Verfahren vor den Gerichten der Hauptsache soll den Klägern jedoch nicht aufgezwungen werden. Sie sollen vielmehr entscheiden können, ob das Gericht die geheimen Informationen berücksichtigen soll oder ob es eine reine Beweislastentscheidung treffen soll, wie es heute zwangsläufig der Fall ist. Letztlich ist klar, treffen staatliche oder private Geheimhaltungsinteressen auf das Rechtsschutzinteresse eines Betroffenen, wird man den Interessenkonflikt nie völlig auflösen können. Man kann aber das Verfahren so gestalten, dass beide Seiten möglichst ausgewogen berücksichtigt werden. Die bisherige Lösung belastet den Rechtssuchenden mehr als erforderlich, indem es ihm nicht nur rechtliches Gehör, sondern auch gleich effektiven Rechtsschutz verweigert und das Gericht zu einer Beweislastentscheidung zwingt. Diesen unbefriedigenden Zustand wollen wir mit unserem Vorschlag beenden und ich hoffe auf eine sachliche und spannende Ausschussberatung. Vielen Dank. Der Kollege Dietrich Mohnstadt hat für die Fraktion der CDU-CSU das Wort.